Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal, Herr Schröder, dieses Mitleidsgeseiere können Sie sich dann auch irgendwie mal sparen, denn wir werden hier natürlich keinen Antrag, den wir schlecht finden und den wir auch für falsch halten, zustimmen, nur weil Sie sich hier immer in die Opferrolle versuchen zu begeben. Dieser Antrag hat eine Reihe von Defiziten. Herr Breetz ist gerade auf ein Defizit, ein wesentliches, eingegangen. Gesetze endet man durch Gesetzesentwürfe und nicht durch Anträge, und das hätten Sie nach 3 Jahren in diesem Parlament dann doch schon mal lernen können. Aber zu den Fakten, um die es hier geht, die reichen auch aus, um zu erklären, warum dieser Antrag tatsächlich nicht hilfreich ist. Der durchschnittliche Kaufwert von Bauland in Brandenburg liegt bei 63 Euro pro Quadratmeter. Potsdam ist da ein Ausreißer nach oben, da sind wir bei 247 Euro pro Quadratmeter, aber um Potsdam geht es hier nicht. Sie sagen ja selber in dem Antrag, es geht um ländlichen Räume. So, dann schauen wir uns die ländlichen Räume an. Da sind wir in Elbe-Elster bei 12 Euro pro Quadratmeter und in der Prignitz bei 13 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, nehmen wir mal jetzt trotzdem den Durchschnittswert von 63 Euro, bei einem angenommenen Baugrundstück von 1000 Quadratmetern, ja, hieße das, dass nach Ihrem Gesetzentwurf, nach Ihrem Nicht-Gesetzentwurf, nach Ihrem Antrag, es um eine Ersparnis im ländlichen Raum von 330 Euro geht. 330 Euro, die eine Familie einsparen würde, wenn sie in der Prignitz oder in Elbe-Elster jetzt ein Grundstück in Höhe von 1000 Quadratmetern erwirbt. Bei einer Lebensentscheidung von einem Hausbau, einer Lebensentscheidung. Und da sage ich Ihnen, das machen die nicht von 330 Euro abhängig. Garantiert nicht. Und selbst bei 63 Euro pro Quadratmeter, also dem Durchschnittswert, liegen wir bei 1.800 Euro Ersparnis ungefähr. Auch bei 1.800 Euro, das ist Geld, aber auch davon machen Menschen eine Lebensentscheidung in Brandenburg garantiert nicht abhängig. Nun zu den Dingen, also damit zerfällt ja Ihre Argumentation quasi sofort und in sich zusammen. Es ist kein familienpolitisches Instrument, weil Herr Schmidt ist ja auch darauf eingegangen, die Steuer gilt für alle. Und Sie bevorteilen damit vor allen Dingen diejenigen, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Land kaufen wollen mit diesem Geld. Und Sie helfen den Familien nur sehr, sehr begrenzt, wie ich gerade versucht habe, Ihnen deutlich zu machen. Zweitens ist es eine sehr relevante Steuer, weil es die einzige wirkliche Landessteuer ist. Und 20% kommunaler Anteil kommt noch hinzu. Wir reden hier, Herr Schmidt hat das ja auch gesagt, über ungefähr 330 Millionen Euro im Jahr und entsprechende Einnahmeverluste, wenn das passieren würde, was Sie hier vorschlagen. Und das, was Sie als Folgewirkung dann bezeichnen, ne, wenn Sie dann sagen, wenn man die Grundsteuer absenken würde, dann kommen die Menschen in den ländlichen Raum, bei den Zahlen, die ich Ihnen gerade genannt habe, glaube ich, merken Sie selber, das ist schon ein bisschen absurd, da müsste es ja so sein, dass die kleinen mittelständischen Unternehmen und auch die Familien geradezu darauf warten, Mensch, wann kann ich denn mein Haus endlich in der Prignitz und in Elbe-Elster bauen, wann senken die denn endlich die Grundsteuer? Aber diese Wartelisten kenne ich zumindest nicht und ich glaube, Sie merken selber, dass das doch ein ganz kleines bisschen absurd ist, da müssten schon mächtige Wanderungsbewegungen einsetzen, auch mächtige Wanderungsbewegungen, um diese Steuereffekte bei der Einnahmesteuer und der Gewerbesteuer, die Sie da in Ihrem Antrag erwähnt haben, um die zu erzielen. Was da an Menschen und an Unternehmen im ländlichen Raum wegen 330 Euro hinziehen müssten, also Herr Schröder, ich glaube, Sie merken selber. Bei den Folgeeffekten will ich aber auch noch darauf hinweisen, dass wir nicht nur direkt Einnahmeverluste haben, sondern es geht ja noch weiter. Wenn wir die Grunderwerbsteuer senken würden, dann wäre es so, dass wir über die Bund-Länder-Finanzen weniger Geld erhalten würden. Dass wir über den Länderfinanzausgleich weniger Geld erhalten würden, weil wir dann unter dem Durchschnitt der Länder fallen würden, zwar deutlich unter den Durchschnitt. Das heißt, neben dem direkten Einnahmeverlust verlieren wir dann auch noch über diesen Umweg Mittel, die wir eigentlich im Land ganz dringend bräuchten. Und ein vierter Punkt, Sie sprechen ja über einen angespannten Wohnungsmarkt und der ist gerade im Speckgürtel angespannt, ganz klar. Aber einen angespannten Wohnungsmarkt, den entspannt man nicht durch Häuslebau. Also natürlich können auch Menschen, Familien Häuser bauen und Eigentum erwerben, das ist ja alles in Ordnung. Aber den Mietwohnungsmarkt zu entspannen, das ist dann die eigentliche Aufgabe, um die es hier geht. Und um das tun zu können, brauchen wir auch genau diese Einnahmen, um zum Beispiel sozialen Wohnungsbau in Brandenburg weiter fördern zu können und da zu investieren. Das ist das, was den meisten Familien in diesem Land zugutekommt. Denn die meisten Familien in diesem Land haben Mietwohnungen und nicht Wohneigentum, Herr Schröder.
So, und zu guter Letzt, die Share Deeds wurden ja angesprochen. Auch aus meiner Sicht ist dieser indirekte Weg, diese Steuer zu vermeiden, ist das ein großes Problem, das sich bundespolitisch gekümmert werden muss. Die Landesregierung ist da im Bundesrat auf dem Weg. Da bräuchten wir eigentlich Unterstützung. Und Ihre These, dass wenn man sozusagen die Steuer absenken würde, dass dann diese Share Deeds weniger greifen würden, weil dann diejenigen, die jetzt dieses Instrument nutzen, doch dann eher ihre Steuern zahlen würden, das ist wirklich weit weg von der Realität. Herr Schröder, insgesamt will ich Ihnen sagen, dieser Antrag hält nicht mal das, was die Überschrift verspricht. Es ist kein Instrument, um den Familien hier zu helfen oder irgendwen in diesem Land zu helfen. Deshalb werden wir ihn ablehnen und können auch gar nicht anders.